Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 58, Dringlicher Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP für ein 17. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtags, 19-4947. Das Gesetz wird eingebracht vom Kollegen Bellino, CDU-Fraktion. Bitte sehr. Ja, freuen uns, dich zu sehen. Bitte. Höflich. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben uns, und das begrüßen wir sehr, darauf verständigen können, dass 4 von 5 Fraktionen dieser Gesetzesinitiative zustimmen können. Und dass dies so ist, hat meines Erachtens sehr viel damit zu tun, dass Hessen eine sehr gute Regelung hatte und hat, wenn es um die Abgeordnetendiäten geht. Denn wir beschließen nicht einfach einmal so, was wir meinen, das angemessen sei, sondern wir lassen uns dies von dem Statistischen Landesamt bestätigen. Wir lassen uns ausrechnen, was der durchschnittliche Hesse im Jahr zuvor an Nettoeinkommen zusätzlich hatte, welche Einkommensteigerung er zusätzlich hatte, und vollziehen dies dann eben 12 Monate später nach. Ich denke, das ist eine sehr faire und auch sehr transparente Möglichkeit, hier diese Entscheidungen zu treffen. Und was mitunter in der öffentlichen Diskussion etwas untergeht, ist die Tatsache, dass diese Einkommensentwicklung auch nach unten gehen kann. Das kann man als Abgeordneter auch immer wieder sagen in der öffentlichen Diskussion. Es ist eben nicht so wie sonst bei Lohnverhandlungen, dass es eigentlich immer nur nach oben geht und der Streit darüber dann geführt wird, wie viel es nach oben geht, sondern bei uns kann es eben auch in die andere Richtung gehen. Aber auch das halte ich für fair, wenn wir unsere Einkommensentwicklung an dem koppeln, was eben in Hessen in den anderen Berufsfeldern im Jahr zuvor üblich war. Deshalb wollen wir auch auf diese Regelung, die sich bewährt hat, zurückkehren. Sie wissen, dass wir aus Gründen der Haushaltskonsolidierung diese Regelung für 2 Jahre außer Kraft gesetzt haben. Ich hatte an dieser Stelle auch mehrfach gesagt, dass ich auch dies für richtig halte. Denn damals haben wir von einer Berufsgruppe, nämlich von den Beamten eben im öffentlichen Dienst, erwartet, dass sie mit einer Nullrunde und dann mit einer 1%igen Steigerung einverstanden sind. Und da fanden wir es angemessen, dass wir uns dann eben auch auf die Seite derer stellen und zeigen, wir sind auch in diesem Punkt solidarisch. Aber jetzt wollen wir zurückkehren zu diesem entsprechenden Modell. Ich hatte das damals auch in den Debatten immer wieder gesagt und wollen dem folgen, was das Hessische Statistische Landesamt uns schon 2014 empfohlen hat und was seit 2013 im Deutschen Bundestag praktiziert wird, dass wir auf den sogenannten Nominalindex zurückgreifen. Denn dieser Nominalindex ist, so das Statistische Landesamt, noch transparenter, noch gerechter, bildet die Entwicklung des im Land Hessen noch korrekter ab als der bisher verwendete Index. Das soll deshalb an dieser Stelle auch geändert werden. Das ist die einzige Änderung. Ansonsten gehen wir auf das bewährte Modell zurück, welches hier seit Jahren, wie ich meine, erfolgreich, transparent und fair praktiziert wurde. Wir bitten um entsprechende Zustimmung. Vielen Dank, Kollege Bellino, für die Einbringung des Gesetzentwurfs und zwar auch die Stellungnahme der CDU-Fraktion. Davon gehen wir einmal aus. Das Wort hat der Kollege Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu Beginn dieser Legislaturperiode hat die Mehrheit dieses Hauses eine automatische Anhebung der Diäten für die gesamte Legislaturperiode, also ohne weitere Diskussion, beschlossen. Wir sagten damals, dass wir es richtig finden, dass auf der Grundlage eines statistischen Realindex jährlich wieder neu diskutiert werden kann und da eine Debatte und dann Entscheidung stattfindet. Wohlgemerkt, der Index ist eine richtige Maßnahme, allerdings die pauschale Erhöhung für die gesamte Legislaturperiode halten wir nach wie vor für falsch. Das ist eben der Unterschied, den wir betont haben und auch weiterhin aufrechterhalten. Nun haben wir bereits zum dritten Mal in dieser Legislaturperiode über unsere Diätenerhöhung diskutieren müssen. Das war, wenn man so will, ein Nebenprodukt der Diskussion um die Nullrunde für Beamtinnen und Beamte,
wo die Koalitionsfraktionen der Meinung waren, dass es nach außen hin besser zu rechtfertigen sei, den Beamten eine Nullrunde aufzubürden, wenn wir dann auch gleichzeitig sozusagen auf Diätenerhöhung verzichten. Dazu gab es dann nur eine Debatte zu den Beamtenbesoldungen. Und wenn man die auch noch mit einbezieht, haben wir sogar in dieser Legislaturperiode viermal über unsere Diäten und die Diätenerhöhung diskutiert. Insofern sind Sie mittelbar unserer Forderung, das jährlich zu diskutieren, ja durchaus nachgekommen, wenn auch aus anderem Anlass, sage ich mal. Nun soll aber mit diesem Gesetzentwurf wiederum zum alten Verfahren, wobei das nicht ganz richtig ist, zurückgekehrt werden, und es soll damit pauschal für die nächsten zwei Jahre eine Abstimmung erfolgen. Also keine weitere Debatte auf jeden Fall mehr zur Diätenerhöhung im Wahljahr 2018, unmittelbar oder mittelbar vor den Landtagswahlen. Und das ist ein Punkt, den wir eindeutig ablehnen. Zudem soll neu nun in das Gesetz den Nominallohnindex eingeführt werden. Man müsste korrekterweise sagen, umgestiegen werden. Also, es ist keine Rückkehr zum alten Recht, weil immerhin ja eine Differenz in diesem Jahr zwischen den beiden Indizes liegt von alt, Realindex 1,92% Erhöhung, die vorgeschlagen wird vom Statistischen Landesamt, zu 2,2% Erhöhung auf der Basis des Nominallohnindexes. Das ist jetzt nicht die Welt, sage ich mal, aber es sind immerhin diese Kleinigkeit in Anführungszeichen sind immerhin eine Differenz von 21 € pro Monat für jeden Abgeordneten, also 1,92 zu 2,2. 21%. Ich habe gesagt, dass es richtig ist, auf der Basis eines Indexes jedes Jahr eine Diskussion zu führen. Das war unsere Position, das ist auch unsere Position. Aber dass man jetzt switcht sozusagen von dem einen Index zum anderen Index mitten in der Legislaturperiode, ist eben nicht das, was am Anfang der Legislaturperiode beschlossen wurde, weil es ein anderer Index ist. Insofern bin ich für den Zwischenruf sehr dankbar, um das noch einmal deutlich zu machen. Es ist ein anderer Index, der in diesem Jahr auf jeden Fall die Abgeordneten ein wenig begünstigt, in der Größenordnung von 21 € mehr zu den 1,92%. So, und diese Veränderung ist für uns auch nicht nachvollziehbar, warum man nun abweichend von dem, was man eingangs in der Legislaturperiode beschlossen hat, zu einem anderen Index kommt. Und aus diesen beiden Gründen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind wir auch der gemeinsamen Initiative der anderen Fraktionen nicht beigetreten. Und wir wollen weiterhin unsere Bedenken und unsere Position jetzt im Ausschuss vortragen und dann in der zweiten Lesung entscheiden, wie wir uns dazu verhalten. Vielen Dank, Kollege Hermann Schaus. Bevor wir in der Debatte weiterfahren, ist es mir eine besondere Ehre, auf der Besuchertribüne begrüßen zu können den Botschafter von Japan, seine Exzellenz Takeshi Yagi. Seien Sie uns herzlich willkommen im Hessischen Landtag. Und nun hat das Wort der Kollege Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Klingt ja auch verlockend, die Abgeordneten dürfen die Höhe ihrer Grundentschädigung Diäten selber bestimmen. So gemeinhin die Ansicht. Deswegen, glaube ich, gehen wir auch besonders sensibel mit dem Thema um, was ist angemessen. Und wir hatten uns im Jahre 2008 darauf verständigt, einen sogenannten Index durch das Statistische Landesamt in Hessen ermitteln zu lassen, an der sich eine Erhöhung der Grundentschädigung der Diäten orientiert. Ich glaube, das ist ein Maßstab, wenn man sich die Zahlen anschaut in den letzten Jahren. Das hat sich orientiert an dem Durchschnittsverdienst aller Beschäftigten.
Das waren maßvolle Erhöhungen, die immer in dem Bereich zwischen 2,5 und 2,5 % etwa lagen. Dieser Index ist damals im Landtag, meine ich, von allen Fraktionen verabschiedet worden. Die CDU hat leider, das muss an dieser Stelle durchaus gesagt werden, damit es auch alle noch einmal in Erinnerung bekommen, diese gemeinsame Verabredung, dieses Gesetz wiederholt gebrochen, aus eher Gründen, die wir nicht nachvollziehen können, weil die Gleichsetzung mit der Beamtenbesoldung ist eine, die ist sachlich nicht angemessen. Abgeordnete sind keine Beamte. Und Sie haben es ja deswegen nur gemacht, weil Sie gegenüber den Beamten ein schlechtes Gewissen, das unterstelle ich Ihnen immerhin an der Stelle, hatten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, es war falsch. Halten wir fest. Jetzt. Und eine spitze Zunge ist immer noch besser als eine gespaltene Zunge, Herr Reif. Meine Damen und Herren, und deswegen zur Geschichte begrüßen wir es, wenn wir jetzt zu dem alten Verfahren zurückkehren, dass wir eine unabhängige Stelle ermitteln lassen, was ist die jährliche Anpassung, damit wir gar nicht in den Verdacht kommen, ihr habt etwas manipuliert. Dieser Realindex, der galt bis dato, und jetzt schlägt auch das Statistische Landesamt vor, den sogenannten Nominallohnindex, das ist der Bruttoverdienst aller Beschäftigten, als Maßstab für die Berechnung heranzuziehen. Dieser Empfehlung sind der Deutsche Bundestag, sind die Landtage von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gefolgt. Auch das ein sachlich nachvollziehbarer Grund, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und für dieses Jahr wäre es eine Erhöhung der Grundentschädigung der Diäten um 2,2 % gegenüber dem alten Realindex von 1,9. Ich glaube, das sind Größenordnungen, die sind nachvollziehbar und liegen in dem normalen Bereich. Wenn wir uns die Entwicklung der Durchschnittsverdienste, Privatwirtschaft, aber auch öffentlichen Dienst ansehen, liegen wir da, glaube ich, schon in einem vernünftigen Maß. Ich bedauere es, Herr Kollege Schaus, dass die Linken, Sie hatten übrigens die einmalige Chance, dass die CDU mit Ihnen einen Gesetzentwurf zusammen gemacht hätte. Ja, die Chance kriegen Sie nicht oft. Ich hätte sie genommen. Ich hätte sie an Ihrer Stelle genutzt, aber geschenkt. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diesen gemeinsamen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen. Das, was im Deutschen Bundestag übrigens gang und gäbe ist, dass man Angelegenheiten, die das gesamte Parlament betreffen, auch gemeinschaftlich angeht, sollte man auch gemeinschaftlich lösen. Ich finde, wir können das als Landtag transparent darstellen. Die Höhe der Anpassung ist angemessen, sie ist sachlich zu vertreten. Deswegen sollten wir als Abgeordnete das auch offensiv vertreten. Deswegen gibt es heute auch die erste Lesung. Wir werden das im parlamentarischen Verfahren weiter zu beraten haben. Wir sollten aber dann auch keine Spielchen in der Zukunft machen, dass man das jährlich nach Haushaltslage macht. Wir liegen mit der Vergütung der Abgeordneten etwa zwischen B3 und B4. Das war auch einmal anders vorgesehen, weil wenn ich mir die Hierarchie dann auch anschaue, wenn Sie das mit dem Beamtensystem vergleichen, dann dürfte eigentlich auch kein Beamter im Lande Hessen mehr bekommen als ein Abgeordneter. Also das von der Subordination, ja, ja, das sind Aspekte, ich will Sie Ihnen ja nur zum Nachdenken, wenn Sie mal wieder Gelüste haben, an die Diäten heranzugehen, zu sagen, das wollen wir mal dieses Jahr nicht, sondern ich finde, das ist durchaus vertretbar. Und deswegen, Herr Kollege Bellino, Sie sind auf einem guten Weg bei diesem Gesetz. Und wenn Sie als CDU und auch die GRÜNEN auf einem guten Weg sind, dann wollen wir Sie da auch gerne unterstützen und begleiten. Aber ich glaube, das Thema Abgeordnetendiäten, Versorgung und Ähnliches ist keines für jährliche Spielchen. Und deswegen, glaube ich, haben wir eine gemeinsame Verantwortung. Und deswegen tragen wir diesen Gesetzentwurf mit. Wir halten ihn für gerechtfertigt. Wir vertreten das auch öffentlich. Und in den letzten Jahren gab es im Grundsatz ja auch keine Kritik an dem Verfahren. Wir legen nicht selber den Maßstab fest. Das macht eine unabhängige Institution. Das ist vertretbar für die Arbeit, die die Abgeordneten zu leisten haben. Und deswegen ist die Erhöhung maßvoll. Und deswegen werden wir dem Gesetzentwurf zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Kollege Günter Rudolph. Das Wort hat der Abg. Jürgen Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dass wir den Gesetzentwurf diskutieren wollen, das wollten einige Fraktionen so nicht in diesem Haus. Wir hatten uns einmal auf ein gutes Verfahren geeinigt. Das ist, der Kollege hat es ja schon ausgeführt, aus vielerlei Gründen dann infrage gestellt worden. Es ist verändert worden. Nun haben wir tatsächlich es geschafft, genau das Gegenteil zu erreichen, was man eigentlich mal machen wollte, mal Ruhe da ins System reinzubekommen, weil Abgeordnete nicht unbedingt gerne über dieses Thema diskutieren. Aber wir haben jetzt das dritte, vierte Mal diese Diskussion hier in diesem Haus geführt. Und wenn es nach den Vorstellungen der GRÜNEN gegangen wäre, hätten wir die Diskussion auch noch ein paar Mal geführt. Ich bin gut, dass sich die GRÜNEN damit nicht durchgesetzt haben. Da bin ich der CDU-Fraktion durchaus dankbar. Meine Damen und Herren,
Das Bundesverfassungsgericht hat es uns aufgelegt, dass wir immer wieder darüber diskutieren sollen. Wir haben ein bewährtes Verfahren damit außer Kraft gesetzt. Dann ging es alleine um Symbolkraft gegenüber den Beamten zu entwickeln. Also, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, ich glaube, dass die Beamten, was da Solidarität anbelangt, der Abgeordneten überschaubar Verständnis dafür haben, was wir hier für eine Symbolpolitik getrieben haben. Am Ende ging es darum, die Beamten vernünftig zu vergüten, denen ein vernünftiges Auskommen zukommen zu lassen. Also diese Symbolkraft, ich glaube, die ist ausgeblieben. Meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Abgeordneten müssen selber darüber entscheiden. Es muss für den Bürger durchschaubar sein und das Ergebnis auch vor den Augen der Öffentlichkeit beschlossen werden. Das werden wir mit diesem Gesetzentwurf dann auch wieder tun. Das scheuen wir uns nicht. Ich glaube, dass wir gute Gründe haben, eben der Empfehlung des Statistischen Landesamtes zu folgen und den Nominallohnindex heranzuziehen, um die Höhe zu bemessen. Meine Damen und Herren, da werden wir mit Sicherheit vernünftige Beratungen haben. Ich finde auch an der Stelle, Herr Schaus, da macht sich DIE LINKE ein bisschen zu einfach. Also zu sagen, wir machen aus vielerlei Gründen nicht mit. Sie haben gesagt, es wäre dass Sie eine pauschale Erhöhung ablehnen. Ich hoffe, dass wir uns da im Ausschuss noch einmal ein bisschen darüber unterhalten können und Sie zu einer Zustimmung noch bewegen können. Weil es ist nicht so pauschal und auch schon gar nicht pauschal eine Erhöhung. Ich gebe das nicht, die Hoffnung nicht auf, Herr Boddenberg, an dieser Stelle DIE LINKEN dann vom richtigen Weg dazu überzeugen. Meine Damen und Herren, aber Sie machen es dazu einfach als LINKE, wenn Sie einfach dann bei diesem Nein bleiben sollten. Ich glaube, es geht nicht, dass Sie andere sozusagen die Entscheidungen treffen lassen, dann aber fleißig die Erhöhungen dann auch mitnehmen und das dann akzeptieren, aber rausgehen können und sagen, also wir haben das alles so nicht gewollt, das wird so nicht funktionieren, das werden wir Ihnen, wenn Sie nicht zustimmen, dann auch nicht durchgehen lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Angela Dorn, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Zu Recht ist die Frage der Diätenentwicklung unter genauer Beobachtung. Und da ist uns allen hier gemeinsam Transparenz sehr wichtig. Wir kommen jetzt mit dem Gesetzentwurf zum alten Verfahren zurück, seit 2008. Das haben jetzt schon einige vor mir erklärt. Aber ich erkläre es einfach auch noch einmal. Seit 2008 richtet sich die Anpassung der Diäten immer an die Einkommensentwicklung. Und das wird unabhängig berechnet, unabhängig vom Statistischen Landesamt. Ich glaube auch, dass das Verfahren klug ist und vernünftig ist. Und ich bin auch froh, dass wir jetzt insgesamt zu einer in weiten Teilen Einigung kommen konnten. Klar für uns war immer, und das war sozusagen immer der Streitpunkt der letzten Jahre, dass dieses Verfahren für uns auch von den politischen Rahmenbedingungen abhängt. Und wir haben dieses Verfahren kurzzeitig ausgesetzt, nämlich in der Phase der Haushaltskonsolidierung. Wir haben 2015 und 2016 unseren Beschäftigten durchaus etwas zugemutet. Es wurden erhebliche Beiträge geleistet der Beschäftigten. Und für uns war es selbstverständlich als Abgeordnete, dass wir auch unseren Beitrag leisten und dass wir auch entsprechend die maßvolle Steigerung dann nur nehmen und nicht entsprechend der Einkommensentwicklung. Das war unsere Position, und darüber hatten wir Konflikte. Schrittig war es immer für die Frage, wie lange wir das aussetzen. Auch das hat noch einmal zu Diskussionen jetzt geführt. Aber ich finde, bei diesem Thema ist es auch ein Wert an sich, dass wir zu einer einigen Lösung kommen, wo alle sich darunter wiederfinden können, oder fast alle jetzt nur leider. Und nach dem guten Tarifergebnis und nachdem auch die Beamten dieses gute Tarifergebnis auch übertragen bekommen haben, können wir zum Verfahren zurückkehren. Neu ist jetzt an dem Gesetzentwurf, und das ist noch einmal wichtig, wie die Einkommensentwicklung berechnet wird. Da hatte schon 2014 das Statistische Landesamt uns empfohlen, wir sollen zu einem anderen Index wechseln, dem Nominallohnindex, weil der bisherige Index, den wir verwendet haben, ein bisschen anfälliger war für Verzerrungen. Also eine Empfehlung aus dem Jahr 2014, die wir jetzt entsprechend übernehmen als Regelung im neuen Gesetz. Das sind dann 2,2 % an Steigerung für jetzt. Ich denke, wir haben eine vernünftige Grundlage. Wie gesagt, es ist schön, dass wir jetzt endlich da bei dem Thema auch weniger Streit unter den Fraktionen haben. Das kann man immer auch unterschiedlich betrachten, Herr Kollege. Aber auf jeden Fall haben wir es jetzt wieder geschafft, da zu einem gemeinsamen Punkt zu kommen. Und vielleicht
bitte DIE LINKE im Zuge der Verfahren auch noch mit aufspringen. Wir würden uns darüber sehr freuen. Ich denke, wir haben jetzt eine gute Regelung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die Debatte ist beendet. Wir überweisen den Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, der FDP zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den Ältestenrat. Allgemeine Zustimmung, dann ist das so